Das ist ein wirklicher Wissenschaftsskandal. An deutschen Universitäten werden viele klinische Studien durchgeführt, die Medikamente auf ihre Wirkungen und Nebenwirkungen untersuchen. Und eine aktuelle Untersuchung zeigt jetzt, dass viele Studienergebnisse einfach nicht veröffentlicht werden. Was für PatientInnen eine absolute Katastrophe ist, weil sie nicht nach den neuesten Erkenntnissen behandelt werden können. Doch jetzt drohen Strafen. Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Klinische Studien sind Medikamentenstudien, die an Menschen durchgeführt werden. Für MedizinerInnen sind die Ergebnisse aus solchen Studien extrem wichtig, um die bestmögliche Therapie für ihre PatientInnen zu finden. Dazu müssen ÄrztInnen weltweit Zugang zu den neuesten Studienresultaten haben und das geht nur mit einer umfassenden Datenbank. In Europa gibt es dafür das EUDRA-CT, das European Union Drug Regulation Authorities Clinical Trials. In diesem EU-weiten Register werden seit 2004 klinische Studien erfasst. Seit 2014 müssen darin außerdem alle Ergebnisse solcher klinischer Studien veröffentlicht werden, verpflichtend. Das muss spätestens ein Jahr nach Abschluss einer Studie passieren, egal ob sie von einem Fachjournal publiziert werden soll oder nicht. Eigentlich eine richtig gute und vor allem klare Sache, aber nur eigentlich, denn einige deutsche Universitätskliniken kommen dieser Verpflichtung einfach nicht nach. Eine Analyse der britischen Kampagne Transperimate und der deutschen Buco-Pharma-Kampagne brachte jetzt schockierende Tatsachen ans Licht. Sie deckte auf, dass es für zahlreiche deutsche Universitäten sogar nur die Ausnahme darstellt, ihre Studienergebnisse überhaupt im zentralen Register zu erfassen. Die Zahlen sind erschreckend. Die 35 deutschen Unikliniken haben insgesamt 1312 Studien im Register angemeldet. 477 davon sind seit über einem Jahr abgeschlossen. Es müssten also auch 477 Studienergebnisse abrufbar sein. In der Realität sind es aber gerade mal 32. Das sind nicht mal 7%. Zum Großteil haben MedizinerInnen oder andere ForscherInnen also gar keine Möglichkeit, auf diese Ergebnisse zurückzugreifen. Für kranke Menschen kann das schwerwiegende Folgen haben, da ohne das nötige Wissen entscheidende Therapiefehler gemacht werden können. Das Traurige daran ist, dass dieses Wissen ja eigentlich da wäre, aber es bleibt unter Verschluss und das in ganz Deutschland. 17 Universitäten teilen überhaupt keine Ergebnisse im europäischen Register. Schlecht sieht es in Regensburg, Würzburg, Leipzig und Düsseldorf aus. Hier werden lediglich zwischen 20% und 29% der Studienergebnisse veröffentlicht. Schlecht sieht es auch an der Berliner Charité aus. Hier fehlen die Daten von 68% der Studien. Vom Klinikum der Universität München fehlen Resultate von 29 Studien, von der Technischen Universität München 27 Studien. Die Medizinische Hochschule Hannover schuldet dem Register noch Ergebnisse zu 26 abgeschlossenen Studien. Viele davon sind bereits seit Jahren beendet. Die einzige positive Ausnahme ist das Universitätsklinikum Münster, von dem immerhin 61% der Studienergebnisse registriert sind. Dabei geht es in vielen Fällen um schwere Krankheiten wie Parkinson oder Krebs. Wenn sie im Register nicht abrufbar sind, bleiben die Studienergebnisse erstmal nutzlos, weil sie nicht in Therapien einfließen können. Eine Katastrophe für schwerkranke PatientInnen, die täglich auf neue Ergebnisse aus der Wissenschaft hoffen. Und auch für die Probanden dieser Studien dürfte das ein harter Schlag sein, der ihr Vertrauen in die Wissenschaft zumindest stört. Wie kann es sein, dass so viel geforscht, aber nur so wenig davon sauber dokumentiert wird? Die Süddeutsche Zeitung, der WDR und NDR haben nachgehakt und die Universitäten mit dem Problem konfrontiert. Viele von ihnen reden sich einfach damit heraus, dass die Veröffentlichung im EUDRA-CT noch nicht verbindlich sei und sie ihre Ergebnisse im deutschsprachigen Register PharmNet.bund eingegeben hätten. Das wird aber weltweit kaum zur Kenntnis genommen und hat damit keinen großen Wert für die internationale Medizin. Die Uni Freiburg, von der die Ergebnisse aus 14 Studien fehlen, erklärte, dass die Veröffentlichung in der EU-Datenbank sehr aufwendig sei und es keine gesetzliche Verpflichtung dazu gäbe. Das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sieht das auf Anfrage aber ganz anders und betont, dass, Zitat, alle relevanten, ergebnisbezogenen Informationen in der EU-Datenbank öffentlich zugänglich sein müssen. Eine klare Ansage. Neben dem Bundesinstitut ist auch das Paul-Ehrlich-Institut, das Deutsche Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel für die Überprüfung des Registers zuständig. Anscheinend hatte die es den Universitäten mitgeteilt, dass keine Maßnahme erforderlich ist. Das sind zwei widersprüchliche Aussagen der zuständigen Aufsichtsbehörden, die offensichtlich für Desinformation an den Unis sorgen. Beiden Aufsichtsstellen ist das Problem mittlerweile bewusst und dennoch sind die Verantwortlichen bisher nicht aktiv geworden. Das Bundesinstitut für Arzneimittel hatte lediglich im letzten Sommer die Leiter von klinischen Studien darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nötig sei. Von wirklichen Maßnahmen fehlt aber jegliche Spur und damit auch der Anreiz für die Universitäten, etwas zu ändern. KritikerInnen fordern deshalb Konsequenzen bei
Bei Nichtveröffentlichung von Studien solle den Universitäten künftig der Geldhahn abgedreht werden und Studien erst dann wieder gefördert werden, wenn die Ergebnisse im Register erfasst worden sind. Alles andere sei eine Verschwendung von öffentlichen Geldern. Ein Blick über Deutschland hinaus zeigt, dass es auch anders geht. Während in Deutschland nur 7% der Ergebnisse im EU-Register veröffentlicht wurden, liegt der Durchschnitt in Europa bei 63%. Aus den Vereinigten Staaten wurden sogar 69% eingegeben. Klinische Studien sind notwendig für den medizinischen Fortschritt. Sie haben eine unmittelbare Relevanz für die Fachwelt und die betroffenen PatientInnen. Vor diesem Hintergrund sollte doch der Mehraufwand, die Einzelergebnisse der Studien im EU-Register zu erfassen, machbar sein. Schließlich geht es um Medikamente nach Nierentransplantation gegen Diabetes, Multiple Sklerose und andere schwere Krankheiten. Wie funktioniert eine Spritze ohne Nadel? Medizin der Zukunft bei Dr. Watson. Anklicken, anschauen und Dr. Watson unbedingt abonnieren. Sehr, sehr cooler Kanal. Bleibt dran. Bis dann. Bleibt dran.